Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, grüß Gott im Namen der gesamten bayerischen Jugend hier in der Stadthalle in Deggendorf. Sie fragen sich sicherlich, warum jetzt auf einmal die gesamte bayerische Jugend? Ganz einfach, weil ich habe die Ehre, als erster einer politischen Nachwuchsorganisation überhaupt über alle Parteigrenzen hinaus bei einem politischen Aschermittwoch sprechen zu dürfen. Und das hat wahrscheinlich einen der drei Gründe, die ich gleich nenne. Entweder haben die anderen kein Vertrauen in ihre Jugend, oder man muss als Voraussetzung zumindest ehemaliger Ministerpräsident sein, oder sie brauchen keinen Nachwuchs, weil der Zar Peter täglich in seinen Jungbrunnen im Köller in Wildbergkreuz zum Planschen einlädt. Sie wissen ja alle, wir möchten auch den Weg nach Berlin stemmen mit unserem wunderbaren Stefan Wehrhahn und auch viele weiteren hoch engagierten Kandidatinnen und Kandidaten. Deswegen ein paar kleine Auszüge aus der Arbeits- und Sozialpolitik. Wir haben eine Zauberin auch als Arbeitsministerin bekannt, Frau Dr. Ursula von der Leyen, und die macht einfach aus 6 Millionen Arbeitslosen 3 Millionen. Nicht, weil sie die alle in Arbeit bringt, sondern weil sie die Statistik so hindreht, wie sie es halt braucht. Und zwar zählen da zum Beispiel nicht dazu die Leiharbeiter, die in Arbeitslosengeld 2 Aufstocker dazu verdienen, bekommen ein Eurojobber, ältere Arbeitslose ohne Vermittlungschancen, Arbeitslose, die durch private Vermittler betreut werden, und Arbeitslose, die sich in Überbrückungsmaßnahmen befinden. Und jetzt brüstet sich diese nette Dame mit unter 3 Millionen Arbeitssuchende, und deswegen müsst ihr einmal 17.000 Stellen bei den Arbeitsagenturen streichen. Das möchten wir unbedingt auch verhindern, denn alle 6 Millionen Arbeitssuchenden müssen vernünftig betreut werden in den Großstädten genauso wie auch am Land, meine Damen und Herren. Prekäre Beschäftigung, moderner Sklavenhandel, sind immer so Unwörter. Mei, was ist jetzt das genau? Ich sag's Ihnen ganz einfach. Beispiel, junger Mann, schwer verliebt, ist beschäftigt als Leiharbeitnehmer, möchte sich niederlassen, möchte ein Grundstück kaufen, möchte ein Haus kaufen, mit seiner Freundin heiraten, Kinder bekommen. Der geht zu seiner Hausbank, Bank des Vertrauens, und die sagt, tut mir leid, geht leider nicht, denn Sie sind ja Leiharbeitnehmer, ist ein ganz unsicheres Beschäftigungsverhältnis. Sie haben keine großen Sicherheiten zu bieten. Sie müssen sich eine Mietwohnung suchen und müssen schauen, wie es halt da dann irgendwie dann sich niederlassen, ohne dass einer das selber kehrt. Und genau da müssen wir ebenso ansetzen, Begrenzung der Leiharbeit auf maximal 3 Monate, dann muss die Übernahme in den einzelnen Unternehmen folgen. Denn was die CSU fordert mit ihrer Eigenheimzulage, ist ja grundsätzlich gar nicht so schlecht, aber was bringt mir eine Eigenheimzulage, wo ich dann einen Zuschuss habe für ein paar Ziegelsteine, wenn ich mir von meiner Bank nicht einmal das Grundstück finanzieren kann? Und genau da ist der Haken, meine Damen und Herren. Genauso wie die Altersarmut. Auch wieder ganz ein schönes Beispiel, Großstadt München, Altersarmut. Sie müssen sich mal vorstellen, ein älterer Herr oder eine ältere Frau, die jahrzehntelang das ganze Leben gearbeitet hat, zu Hause in München in einer Mietwohnung schon immer war und hat Beispiel der Mann, Maurer, 40 Jahre wirklich schwerste Arbeit, hat sie wunderbar angestrengt, und jetzt bei seinem wohlverdienten Ruhestand kommt auf einmal der Vermieter daher und sagt, sorry, wir müssen die Miete erhöhen. Oder sie suchen sich halt am Land was draußen. So ein typisch altes Münchner Kindl, der am Viktualienmarkt groß geworden ist, der schon immer in München war und muss jetzt auf einmal in seinen letzten Lebensabschnitt rausziehen, der zeigt doch der ganzen Politik einen Vogel. Genau das ist auch Grund für uns, dass wir in Berlin mit antreten, meine Damen und Herren. Dann habe ich noch, Stefan Wehrhahn hat den Ball schon gespielt, ich nehme damit auf, Spenden. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht, ich hoffe, man sieht es, gar nicht groß geschrieben, CSU Spenden ab 10.000 Euro von 1994 bis 2010, meine Damen und Herren. Einen Moment.
In Summe 28 Millionen Euro. Jetzt haben wir aber die unter 10.000 noch gar nicht dazu, sonst hätte mein Druckerspinner angefangen. Und genau das ist es. Und 7 Millionen davon, ein Viertel, stammt vom Verband der Bayerischen Elektro- und Metallindustrie. Jetzt frage ich Sie als Unternehmer, wenn Ihnen ein Viertel droht, wegzubrechen an Ihren Haupteinnahmen, wenn es um irgendein Geschäft oder was geht, also sprich bei Beispiel CSU, wenn hier der Verband was wünscht, eine Gesetzesänderung, und legt das Messer auf die Brust und sagt, du, wenn du nicht willst, wenn du nicht spürst, dann machen wir das irgendwie anders und die Spenden kriegst du nicht mehr. Dann kennt sich jeder von euch aus, jeder weiß, dass natürlich dann die Befangenheit vollkommen da ist, weil das einfach nicht geht. Oder ein anderes Beispiel, wenn ein Freund mit seinem Kumpel im Bierzelt hockt und der eine zahlt die ersten zwei Mal das Bier, aber wer da die nächsten zahlen? Und das ist der Punkt, Schluss mit der Klientelpolitik. Die Politik muss für die Bürger und nicht als Knecht für die Wirtschaft da sein, als Partner und eben nicht hier als Knecht. Ganz wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein Wort noch zur Passauer Original-Ascher-Mittwoch-Veranstaltung. Laut Herrn Dobrindt findet ja das Original in Passau heute statt und alle anderen verblassen. Vielleicht bin ich ein bisschen blass in dem hellen Licht, aber Sie haben eine wunderbare Gesichtsfarbe, muss ich Ihnen sagen. Und ich kann Ihnen genau sagen, wie das heute abläuft in Passau. Da stehen zwei zahnlose graue Panther nacheinander oben und die werden dann eine Rede jeweils verlesen von Redenschreiber-Referent Nummer 1 und von Redenschreiber-Referent Nummer 2. Da wird dann die Schallplatte, die verstaubte, eingelegt, auf Play gedrückt und dann rattert es zwei Stunden durch. Und diese Rede ist gespickt mit Inhalten aufgrund aktueller Studien, Meinungstrends, das, was halt der Bürger gerade so hören will. Und dann wird es schon wieder passen, weil das Wahlvolk ist ja grundsätzlich dumm. Und was interessiert mich dann als Geschwätz für Fünftmann? Und genau das ist eben bei uns anders. Und so komme ich auch zu unserer Überleitung, weil wenn das Original sein soll und wir sollen verblassen, dann bevorzuge ich lieber unser Upgrade Aiwanger. Und genau aus diesem Grund darf ich mit Freude ankündigen, dass gleich unser Upgrade Hubert Aiwanger auf die Bühne kommt und im Gegenteil im Vergleich mit den zwei grauen CSU-Jukeboxen einfach Musik aus der Box im Vergleich als hier beste Wiesn-Live-Band den ganzen Saal und die ganze Stadthalle hier in Deckendorf zum Beben bringen wird. Dankeschön, Applaus! Heute in Deckendorf haben wir knackige Inhalte von Christian Hanika gehört. Er ist ein Vollblut-Temperament, macht politische Jungerfahrung und ich bin ganz sicher, dass er uns im Bundestag hervorragend vertreten wird und dass er einen engagierten Wahlkampf hinlegt für die Freien Wähler. Ja klar, er ist natürlich jetzt das Greenhorn da dabei, gell? Und das merkt man auch noch ein bisschen, ist ja klar, das ist ja sympathisch, das darf er sein und der wird mit Sicherheit seinen Weg gehen. Also der Aschermittwoch war ja heuer wieder eine sehr gelungene Veranstaltung. Man hat gesehen, die Leute stehen hinter uns, hinter unseren Themen, hinter unseren Köpfen. Also ich fand die Veranstaltung heute super, weil einfach auch der Tenor rauskam. Und zwar die Politik muss von dem Bürger ausgehen und muss mit dem Bürger getragen werden. Nur so kommen wir weiter. Und ich hoffe, dass das auch in den nächsten Wochen und Monaten die Botschaft wird, die die Freien Wähler aussenden. Und Christian war wieder mal blendend als Redner. Seine Geschichte mit den Zetteln, mit den ganzen Spenden hat überzeugt, hat er sofort gesehen, was da tatsächlich dahinter steckt, woran Politiker vielleicht gebunden sind, wenn sie zu viele Spenden bekommen, war sehr gut. Und auch die anderen Redner haben überzeugt, Michael Piazzolo, Hubert Aiwanger sowieso. Ja, eine tolle Veranstaltung, wie meistens, aber heute beinahe noch mehr Dampf. Toller Vortrag vom Hubert Aiwanger, eine super Stimmung. Ich denke, das ist ein guter Auftrag für Sie. Also ich habe viel Lob bekommen für meine Rede und das freut mich natürlich ganz besonders, weil man ja vor so einem großen Publikum nicht alle Tage oben steht, aber man hat anscheinend irgendwie auch mit seinem bisschen jugendlichen Charme irgendwie den Nerv getroffen der Leute und man hat wirklich viel Feedback bekommen. Und es macht einfach Spaß, dass eben auch hier die Jugend zu Worte kommt.